2, Veranstaltung der Linken in Wuppertal, 22.09.2021. Ich möchte herzlich einladen, bevor Christian Laie gleich hier eintrifft, unser Landessprecher, der dann auch nochmal eine zünftige Rede hält. Ich kenne ihn, der ist immer ziemlich mobilisierend. Ich finde diese Form des Dialoges, die wir hier gerade haben, sehr, sehr schön. Und hier ist jetzt eine junge Kollegin, die auch eine Frage an unseren Direktkandidaten der Linken hat. Vielleicht hören wir da nochmal zu und ergeben sich daraus neue Fragen. Hallo, und zwar, ich bin hier, weil ich das Buch von Sarah Wagenknecht gelesen habe, Die Selbstgerechten, und da hat sie auch sehr viel von der Lifestyle-Linken gesprochen und meinte, dass die Linke die klassische Arbeiterschaft ein bisschen verloren hat, die deswegen auch teils nach rechts abwandern, weil sie sich nur noch mit Diversity und so weiter beschäftigt haben und dass das eine Thema das andere ausschließt. Und ich wollte fragen, wie Sie dazu stehen, zum Thema Lifestyle-Linke. Anders. So, also tatsächlich zu diesem speziellen Punkt stehe ich grundsätzlich anders. Ich bin nicht der Meinung, also überhaupt nicht der Meinung, dass sich das in irgendeiner Form ausschließt. Wir können und wir müssen als Linke Politik für queere Menschen machen. Und ja, ich verstehe auch das Problem dahinter tatsächlich nicht. Und sonst bin ich aber der Meinung, dass Sarah auch einige gute Sachen in ihrem Buch gesagt hat, ganz klar, also ihre Analyse des Arbeitsmarktes und so weiter finde ich tatsächlich immer wieder gestochen scharf, gut analysiert. Bei den Lifestyle-Linken würde ich ihr aber nicht zustimmen. So, weitere Fragen? Seid nicht schüchtern, nicht verzagen. Ich war neulich bei so einem Poetry Slam, deshalb verzeiht mir oder verzeihen Sie mir bitte, wenn ich teilweise noch ins Reimen verfalle. Aber das hat mich seit der 9. Klasse wieder dazu animiert, ein wenig künstlerisch mich zu betätigen. Ich sehe da Bewegung. Hi, also ich habe eine Frage zur Pflege, und zwar, ich bin ehemalige Krankenschwester, habe letztes Jahr meinen Job aufgegeben aufgrund der Arbeitsbedingungen und der Corona-Situation, und es gibt ja schon viele Diskussionen von wegen, ob die Fallpauschale irgendwie sinnvoll ist oder nicht. Ich weiß, dass die Linke sich da auch, sagen wir immer mal, radikal einmischen möchte. Das ist so der Vorwurf davon. Für mich ist es nicht radikal, für mich ist es einfach nur sozial, weil es braucht Gesetze im sozialen Bereich. Es braucht quasi ein Verbot von Gewinnmaximierung, wenn es um Menschen geht. Da können wir über die Pflege sprechen, über Schulen sprechen, über den Bildungsraum sprechen. Aber was mich halt interessieren würde, wie wollt ihr dieses Konzept irgendwie auch mit da reinbringen, wenn eine SPD oder eine Grüne ganz andere Steckenpferde hat im Endeffekt? Weil es spricht niemand über die Pflege. Wir haben am Anfang irgendwie geklatscht, da hat sich jeder irgendwie mal ein bisschen gefreut, aber im Endeffekt ist die Realität einfach traurig. So, ich musste meinen Job aufgeben. Ich wollte nicht aufhören, mir hat der Job Spaß gemacht. Ich habe gerne mit Menschen zusammengearbeitet, aber psychisch und körperlich war es halt einfach nicht mehr machbar. Und das ist so dieses Ding. Ja, aber danke erstmal. Also, ja, wie wollen wir das gegenüber Grünen und SPD vermitteln? Das ist erstmal eine sehr gute Frage. Wir müssen es halt einfach durchsetzen, so in dem Sinne. Das sind aber Verhandlungssachen, da kann ich quasi jetzt überhaupt nicht vorgreifen. So, aber im Prinzip gilt für die Pflege erstmal, was du schon gesagt hast, wir müssen mit diesen vermaledeiten Fallpauschalen aufräumen. Also eine Fallpauschale, wie bekloppt ist denn das bitte schön, dass sich ein Krankenhaus darüber dann rentieren muss? Das ist verrückt, weil was ist das Rentabelste, was ein Krankenhaus machen kann? Also meiner Meinung nach müssen Krankenhäuser rentabel sein. Sie müssen nämlich
radikal und super viel Gesundheit erzeugen. Das ist das, was aus einem Krankenhaus rauskommt. Ja, dann müssen finanziert werden. Kann man nicht rentabel sein. Und da ist im Prinzip dieser Porsche-Vergleich auch wieder gegeben. Also, du hast gerade nicht mal gesagt, ja, ich bin da weggegangen, weil ich so wenig verdient hätte. Das ist nämlich für ganz viele Pflegekräfte überhaupt nicht das Problem. Wir müssen ihnen trotzdem mehr bezahlen, damit wir mehr Leute in die Pflege bekommen. Damit wir diesen Job wirklich attraktiver machen. Weil, ganz im Ernst, Schichtarbeit ist für familienbewusste Menschen oder ähnliches jetzt nicht so das Allerattraktivste. Und wenn wir da kein Geld reinstecken, bekommen wir auch kein neues Personal. Und wenn wir kein neues Personal bekommen, dann bekommen wir immer noch kein neues Personal, weil es weiterhin wahnsinnig unattraktiv ist, in der Pflege zu arbeiten. Und das geht nun mal überhaupt nicht. Und da kann ich auch mal zu einer arbeitsmarktpolitischen Reform kommen, die wir als Linke vorhaben, die wir mit SPD und Grünen natürlich auch erstmal bekakeln müssen. Wir wollen die 30-Stunden-Woche. Wir wollen, dass Menschen, wenn sie einen Vollzeitjob haben, 30 Stunden in der Woche arbeiten müssen. Sie sind genauso produktiv. Das haben Studien gezeigt. Sie sind genauso produktiv, wie sie es sind, wenn sie 40 Stunden dahin gehen. Weil man dann, wenn man 40 Stunden da ist, halt, ja, sich noch mal eine Tasse Kaffee mehr holt oder wie auch immer. Nein, deshalb brauchen wir die 30-Stunden-Woche, damit halt auch solche Geschichten nicht weiter passieren, damit man nicht komplett gerädert im Prinzip aus der Pflege im Endeffekt rauskommt. Und ja, das wären so meine spontanen Maßnahmen dazu. Also hier in der Pflege weiß ich dann nicht, wenn man das Gleiche leisten muss in mehr Stunden. Meine Freundin Britta, da muss man das halt leisten. Ist gelernte und examinierte Krankenschwester. Die steht auf unserer Landesliste und wenn sie alle am Sonntag das Kreuz bei der Linken machen, ist die auch im Bundestag. Die ist als Krankenschwester die Expertin. Und die wird diese Position auch deutlich vertreten. Und die hat mir immer gesagt, es ist ja nicht nur eine Frage des Geldes, sondern es ist eine Frage der Anerkennung, der Wertschätzung, dass wir uns ernst genommen fühlen mit unseren Themen. Dass wir als Krankenpflegerin, als Altenpfleger tatsächlich wirklich in unserer Rolle für diese Gesellschaft wertgeschätzt werden. Ich bin 66. Ich werde irgendwann mal wahrscheinlich ein Pflegefall werden. Und da möchte ich doch Leute haben, die ihre Arbeit zufrieden machen, die eine Anerkennung haben, die ausreichend bezahlt werden, sowieso. Aber vor allen Dingen, ich möchte auch, dass genügend von denen da sind, die sich um mich kümmern, damit ich eben nicht 6 Stunden in der eigenen Scheiße liege, um es mal so deutlich zu sagen. Denn das kommt heute auch immer noch vor, dass in einer Nachtschicht 60 Personen von einer examinierten Kraft betreut werden. Und allenfalls noch irgendeine Anlernschwester da rumläuft. Das ist zu wenig. Wir brauchen andere Schlüssel, andere Personalschlüssel. Das ist das eine. Das zweite, kann ich noch mal wiederholen, wir brauchen in der Tat Leute, die gut bezahlt werden, die ihren Job dann auch gerne machen, die eine Anerkennung haben. Und wir brauchen Leute, die diese Pflege sowohl für Kranke, als auch für Alte, als auch für Kinder tatsächlich machen können und nicht sozusagen als, ist auch nötig, mal so mitgeschleift werden. Denn darauf, das sollte die Lehre aus diesem Corona-Kram ja sein, wir brauchen ein viel besseres Gesundheitswesen. Wir brauchen eine Orientierung, die wegkommt. Wir machen jetzt mal ganz viele Knieoperationen, weil die sind lukrativer, als sich tatsächlich auch mal 5 Minuten mit ans Krankenbett zu setzen und der Oma zu erklären, wo sie hier ist und warum sie hier gut versorgt ist. Das gehört nämlich auch dazu. Das ist das, was Schwester Britta immer gesagt hat und deswegen machen sie ein Kreuz bei der Linken, weil dann ist Schwester Britta nämlich im Bundestag und kann das da auch deutlich sagen. Hallo, ich habe auch eine Frage, nämlich ich arbeite im Moment an so, also wie man gerne sagt, an einer Brennpunktgrundschule und da bekommt man leider sehr häufig mit, dass viele Kinder, die aus sehr finanziell schwachen Familien kommen, eben häufig in unserem Bildungssystem sehr schnell untergehen oder praktisch, ich nenne es jetzt mal, vergessen werden und deswegen wollte ich gerne mal fragen, was ihr als Linke und was du konkret dafür tun möchtest, dass Kinder aus Wuppertal und Kinder aus Deutschland
die vielleicht eine Förderung bedürften, aber die, deren Eltern sich so etwas nicht leisten können. Was möchtest du tun, damit diese Kinder nicht länger in unserem Bildungssystem untergehen? Ja. Genau, danke erstmal. Ich möchte einfach diesen vermaledeiten Investitionsstau auflösen. Also wir haben aktuell 40 Milliarden Euro Investitionsstau für, wenn man es so hart bezeichnen will, die letzte Ressource, die wir hier in diesem Land noch haben, und das ist Bildung. Und deshalb, ich möchte halt, dass die Hardware anständig ausgestattet ist. Das geht auch über Bundesmittel. Also der Bund kann die Mittel theoretisch den Kommunen zur Verfügung stellen. Dafür wollen wir einen Altschuldenfonds einführen, damit halt die Kommunen endlich mal entschuldet werden, damit wir nicht diesen Mist haben wie jetzt gerade. Dazu kann ich ein kleines Anekdötchen erzählen. Und zwar, das ist nicht nur an Brennpunkt Schulen so. Das ist mittlerweile an allen Schulen so. Ich war neulich nochmal an meiner alten Schule, der Gesamtschule Ronsdorf. So, die haben mir gesagt, ja, wir haben hier an zwei Etagen ein wunderbares Kunstwerk aufgestellt, nämlich Pfütze um Eimer mit Wischmopp. Das liegt daran, dass sie Löcher in der Decke haben. Es tropft einfach durch und deshalb stehen da die ganze Zeit irgendwelche Eimer rum, wo irgendwelche Wischmops drum stehen. Und ganz im Ernst, das hat der Bernhard gerade gesagt, wenn es um das Thema Wertschätzung geht, wenn es um das Thema Wertschätzung da in dieser Form auch geht für die Lehrkräfte und für die Schülerinnen und Schüler, dann sind wir da auf einem ganz falschen Weg. Und wenn es um die Brennpunktschulen geht, die brauchen doch mehr Geld. Wir können doch nicht mit der Gießkanne irgendwie sagen, ja, wir packen jetzt mal überall ein bisschen Geld hin, dann bekommt das Gymnasium XY, wo sie immer mit dem Cayenne vorgefahren werden, bekommt nochmal ein extra tolles Whiteboard oder hast du nicht gesehen. Nein, wir müssen das tatsächlich von der Wurzel auf denken und diesen nach Qualis 5 Schulen Betroffenen quasi in Anführungsstrichen, also Schulen mit einem schwierigen sozialen Milieu, da muss mehr Geld reingesteckt werden. So, und ich sehe gerade, es ist noch eine Frage da und deshalb einmal als Ankündigung, die Frage machen wir noch und dann kommt Christian Laie, aber ich bin auch noch ein bisschen da und man kann sich auch mit mir zu zweit unterhalten. Also ich muss mich nicht immer mit dem gesamten Platz unterhalten und auch sonst findet man mich bestimmt noch irgendwo. Alles klar. Ja, das ist jetzt inhaltlich ein kleiner Sprung, sage ich mal, aber mich würde interessieren, was so die Vision, sage ich mal, der Linken ist, wenn es um europäische Integration oder einfach die Zukunft der EU generell geht. Zum Beispiel also im Programm der Grünen fällt an einer Stelle mal der Begriff der, föderalen Europäischen Republik oder halt eines Bundesstaates als langfristige Idee, sage ich mal. Genau, da würde mich auch mal interessieren, was so da die Vorstellung der Linkspartei ist. Also unsere große Vorstellung, das ist ja jetzt ein großes Bild, das ich zeichnen kann. Wir wollen die Europäische Union nicht nur als Wirtschaftsunion begreifen. Also aktuell ist es ja eher eine Wirtschaftsunion, die dann teilweise noch Gesetzesvorschläge machen kann, die dann in nationale Gesetze gegossen werden müssen und so weiter und so fort. Wir wollen aber tatsächlich endlich mal eine anständige europäische Integration, dass wir ein Parlament haben, also Stichwort Initiativrecht, dass ein Parlament endlich mal Initiativen starten kann, weil das haben wir gewählt. Also dieses Parlament haben wir gewählt. Und dass das nur irgendwelche Räte machen können, das ist in unseren Augen total schief. Und wir wollen die politische Ebene mit einbringen in die Europäische Union. Und innerhalb der Europäischen Union, das wäre jetzt für die Europawahl dann der Werbeblock, wollen wir das einige Dinge halt natürlich auch nach links bzw. ökologisch verschieben. Dass man zum Beispiel nicht mehr Agrarsubventionen nach Fläche verteilt und solche Geschichten. So, ganz herzlichen Dank an Till und an Bernhard und auch an Sie und für das neue Format, was Sie heute Nachmittag